Pistolenmunition haben wir voll. Ach Mensch. Das ist ja so langweilig mit Uwe hier. Moment, da war FY. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Pistole haben wir immer noch voll. Schrot haben wir voll. FY. Yay. Ach, aber wenn ich FY sehe, bin ich glücklich und zufrieden. Einen Fernseher haben wir hier noch. Den kann man aber wenig anstellen, außer ihn kaputt zu machen. Ganz brutal. Hier noch ein Nummernschild oder was auch immer. Ich bin da in der Gegend nicht so. Also in der Gegend, wo man sowas hat. So Nummernschilder, die so gekennzeichnet sind. Und das ist, Pistole haben wir voll. Blöde Frage, was ist das denn? Weil das ist ja so ein Schießeisen, ne? Damals bei uns hatten die immer so 30 Meter Läufe. Genau, dann war Brandgeschosse. Ja, gut, ich glaube, das war's so, ne? Kann mich da natürlich irren, dass es in einer geheimen Ecke noch die Entdeckung hier gibt. Zum Beispiel Pistolenmunition und überhaupt. Durch die gesamte Höhle verläuft eine Art Kabel. Sieht biologisch aus, scheint aber unter Spannung zu stehen. Können wir mal ausprobieren, ne? Was passiert, wenn man da so reinfliegt? Gar nichts, aber interessant sieht das wirklich aus. Also so durchsichtig, aber auch nicht durchsichtig. Ah, ist ja klasse. Ach, ich liebe ja eigentlich so Alien-Spielchen, ne? Also nicht ohne Grund fand ich Prey super. Pistole haben immer noch voll, na gut. Wo wollen wir jetzt eigentlich lang? Wo kamen wir her? Wo wollen wir hin? Wo geht unsere Reise hin? Ich glaube, da oben kamen wir her. Nee, wir kamen doch aus so einem kleinen Loch raus, oder? Wäre wieder die Frage, wo das ist, aber pff, na gut. Vielleicht da irgendwo im Boden, ne? Kriegen wir wieder Besuch. Aktivitätsanzeige sagt ja was anderes. Ja, komm zurück her. Zack, gepackt. Also ein bisschen erwischen die Typen uns halt immer, aber... Also es ist beeindruckend, wie groß das doch hier ist. Das sieht ja eigentlich so beengt aus, ne? Aber ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil der Typ so ewig weit weggeflogen ist. Es klingt so, als... Ach, genau. Als gäbe es hier noch so ein bisschen Aktivität. Ich hätte Lust, ihn mal wieder... Nicht mal, Digga, wenn wir... Erstmal gucken, wie viel hier los ist. Nicht, dass ich mitten in der Rush-Hour hier reinplatze. So. Ich mag es lieber, mich an den Wänden entlang zu hangeln, als mitten durch die Suppe. So, was heißt denn? Können auch die Maschinen sein, die da solche Geräusche machen. Es klang eher so nach Schlürfgeräuschen. Das sind noch mehr von diesen Maschinen, aber sie sind anders. Was zum Teufel geht hier vor? Wie mein? Also das sind keine Maschinen. Na Mensch, das meint er hier vielleicht? Guck mal da hinten. Das sieht ja echt so wie eine Fabrik aus. Kriegsmaschinerie schon voll im vollen Gange. Durch kann man da nicht, ne? Ist alles mit Kraftfeldern gesichert, ist ja klar. Nicht, dass ein komischer Alien da durch will. Interessant, was sie da bauen. Und fertig. Also wirklich so ein Grundgerüst, ein Teil ransetzen, noch ein Teil ransetzen und noch ein Teil ransetzen und fertig. Tja, ja. Ja, so die meint er wahrscheinlich da hinten. Oh, Entschuldigung. Das ging ja so. Da wird ja auch was fabriziert. Interessant. Und fertig. Na, haben Sie keinen mehr?
Ups. Ich sollte nicht so lange immer durch die Gegend gucken und hoffen, dass mich keiner entdeckt. Na gut. Sieht ja recht friedlich aus noch, ne? Außer dass hier überdimensionale Tore und sowas sind. Diese Tore sind zeitgesteuert. Wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. Achso, das war jetzt weg, ne? Ganz kurz. Ach du heiliger Wimbam. Dann kommen wahrscheinlich noch ein paar Münsterchen. Ist die Frage, wo die denn eigentlich sind? Die sind so schwer zu entdecken. Ach, guck mal. Das meinte ich, glaube ich. Da hat Autobahn. Nur, dass das auch wieder in die falsche Richtung geht, wenn ich mich da nicht irre. Jupp, der stößt uns weg. Na, fein. Dort ist eine Art Aussichtsplattform. Oder Aussichtskommando. Was weiß ich. Ist alles so interessant hier. Ach Mensch. Da will ich ja gerne hin. Aber wahrscheinlich lässt man uns nicht. Ist ja auch nicht gerade klein, was die hier machen. Na gut, da wollen wir uns mit dem eher nicht anlegen. Ups. Ups. Sondern lieber mitten durchs Gemüse. Zum ersten Tor, wo hoffentlich niemand mehr wartet. Und dann im richtigen Moment eben durchschlüpfen. Kriegen wir eigentlich welche gefummelt, wenn wir da jetzt einfach so gegen? Achso. Ach, Hallöchen. Ich würde dich ja so gern mitnehmen. Der will aber gar nicht. Zack. Das war, glaube ich, nicht die beste Idee, oder? Jetzt einfach so mitten ins Gemüse zu gehen. Zack. So, aber so geht das ja eigentlich relativ flüssig hier von der Hand, ne? Also, im wahrsten Sinne des Wortes, also, mein, da kann auch ich nicht durchs Kraftfeld mit dem coolen Anzug hier. Nächste Frage, sind wir, achso, sind hier wohl richtig, oder? Dann müssten wir, genau, haben eben von der anderen Seite geguckt. Also haben nur so einen kleinen Schleichweg genutzt. Der ist auf unserer Seite oder auf der anderen? So verrate er. Nee, auf der anderen deutlich. Die gehen immer noch in die falsche Richtung. So, jetzt aber fix hier. Kommen wir da jetzt durch? Ja. Das läuft ja. Ich wollte euch hier nicht gestempelt werden. Ach ja, die guten alten Zeiten in Prey, ne? Da hatte ich ja öfter mit dem Tacker zu tun. Was ja so ein grünliches Dings da war. Kollege, wollen Sie denn herkommen? Zack. Dann können wir auf uns aufmerksam machen. Wir sind hier. Und wir gehen so schnell hier nicht wieder weg. Es sei denn, man bittet uns vielleicht nett drum. Möchte er heute nicht mehr? Ach, er möchte doch. Guck mal, auf Konfrontationskurs. Zack. Gepackt. Ich glaube, es tat noch nicht mehr allzu doll weh. Ist echt erstaunlich. Die Koreaner konnten wir nicht kaputt würgen. Haben dafür die Bengels hier. Achso, ich bin da, glaube ich, in dieses Energiedings da rein gefahren. Was so nicht die beste Idee war. Kann hier vielleicht was kaputt machen? Ich will doch nur so ein bisschen sabotieren. Nur so ein bisschen heute. Weil Wochenende ist oder so. Na gut. Unser Ziel ist, wenn ich mich da jetzt nicht
gesehen habe. Oder habe ich? Oder wollten wir doch dahin? Houston? Ich wollte gerade sagen, da haben wir ein Problemchen. Och nö, das ist aber ein blöder Speicherpunkt. So, erstmal den Kollegen hier. Ich hätte speichern sollen. Hallo. Ich kenne dich. Ja, das ist ungünstig. Da müssen wir die ganze Munition nochmal einsuchen. Munition für MP und... achso, FY haben wir gerade in der Hand. Genau, aber hier... War hier überhaupt FY? Schrotpatronus? Der Patronus, ach man. So, dann vielleicht im anderen Staubsauger. Genau, da ist schon die erste FY. Zack. Geschnappt und noch so ein bisschen geschnappt und Pistolen haben wir alles voll. Splittergranate. Ach Mensch, dass ich euch noch treffe. Brandgeschoss, die können wir auch gebrauchen. Des Weiteren, gibt's hier noch was? Das ist hier ein Helm, auch sehr hübsch. Für dekorative Zwecke auf dem Alien, einer Alien-Basis. Ist ja nicht dein Ernst, ne? So, ich glaube, das war's hier in etwa. Größtenteils. Wobei ich finde, das ist noch ein bisschen zu wenig Munition, was wir hier gefunden haben. Oder ich bin wie immer voll dran vorbeigeflogen und finde den Ausgang nicht genau. Ne, sieht irgendwie nicht mehr nach Munition aus. Na gut, dann nicht. Musst ja wissen. Durch die gesamte Höhle verläuft eine Art Kabel. Sieht biologisch aus. Scheint aber unter Spannung zu stehen. Tja, das war eben wirklich nicht geplant, dass wir uns da stempeln lassen. Aber mal so ein Freundschaftsband mitten durch den Arm durch. Die meinen das echt gut mit uns. Ja, das hier und der Geheimgang, würde ich sagen. Da ist jetzt noch gar keiner drauf gekommen. Und das ist auch das hier, so das schwarze Notkämmerchen. Da sind noch mehr von diesen Maschinen, aber sie sind anders. Was zum Teufel geht hier vor? Tja, Moment. Du kannst nicht immer Antworten auf alle Fragen erhalten. Denn meistens werfen Fragen immer neue Fragen auf. Oder auf die Antworten schon. Ich weiß doch, dass du da bist. Und ich bin wieder weg. Und wir machen es wie eben und überhaupt. Das ist ja alles total wie immer. Zack. Gute Nacht. Ich könnte das jetzt ja mal probieren mit etwas Übersicht. Dass ich dann weiß, wo wir hin müssen. Also da müssen wir nicht hin. So viel steht fest. Und dass ich auch weiß, wie das Ganze hier so funktioniert. Ne? So, noch ist das Tor aktiviert. Brezel, Brezel ist das Tor. Achso, jetzt könnten wir wohl durch, ne? Oder? Diese Tore sind zeitgesteuert. Wie eine Sequenz. Vielleicht komme ich mit dem richtigen Timing durch. So, im nächsten Kämmerchen. Wir haben gerade Besuch. Frage ist, wo? Ach, da unten. Hallo. Ach, da sind zwei, nee, mehrere. Ach, du Heiliger, wenn man... Die möchte ich eigentlich nicht alle ärgern. Sowieso bin ich nicht so für ärgern. Bin ja mehr so der friedlich. Ich tue mir an nichts. Na gut, lauf hier mit der Sturmgewehr durch die Gegend.